Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft mit ganz genau Tiny. Wir haben das letzte Mal angefangen gehabt, uns eine schöne tunnelartige Vertiefung zu bauen Richtung Bedrock, um uns ein paar Diamanten zu organisieren, da das mehr oder weniger gefordert wurde. Also es wurde darum gebeten, noch mal ein paar Diamanten zu organisieren. Und dann dachten wir uns, naja, wir haben ja sonst nichts zu tun. Gehst du jetzt die ganze Zeit rum? Ich meine, du kannst auch die Zuschauer zugehen, aber ich wollte eigentlich kurz wieder erläutern, was hier so abgeht. So, wir haben jetzt erstmal keine Leitern mehr dabei, aber wir sollten auch tief genug sein. Ungefähr. Ein paar Leitern? Ja, da müssen wir erst wieder hochgehen und neue bauen. Neue? Ja, neue. Ganz genau. Aber wir können noch hier bleiben, das könnte schon tief genug sein. Nein, hier, warte, du musst hier raus. Nein, nicht ans Mikro, bitte. Du musst hier raus. Ich muss hier raus. Ja. Ein innerer Zwang oder was? Wir gehen doch jetzt hier rum. Vielleicht finden wir eine Höhle mit Monstern. Du bist doch immer so versessen darauf, ein paar Monster zu finden. Müsste dir doch entgegenkommen. Oder nicht? Ja, noch ein paar Fackeln. Ja, ich mach gleich noch ein paar Fackeln. Ich muss nur den Raum größer machen, dass wir uns hier drin auch bewegen können. Irgendwie unter der Erde in so einem kleinen, engen Raum. Das ist mir doch etwas unbehaglich. Dir nicht? Aber wahrscheinlich weißt du gar nicht, was unbehaglich heißt. Hallo hier. Hier ein paar Monster töten. Ein paar Monster töten? Ja. Siehst du ein paar Monster irgendwo? Ich habe jetzt noch keine Monster hier gesehen, nein. Doch. Nein, ich habe noch keine Monster hier gesehen. Da sind bestimmt irgendwo Monster. Wir müssen sie suchen. Können wir ja machen. So erleichtert bist du, wenn wir Monster suchen. Wo ist unser Eisen da? Schmeißen wir mal hier unser Holz in die Truhe. Unseren Ersatzbogen. Das Zeug auch. Das da. Das da. Und das da. Brauchen wir schon was essen? Nein. Gut. Dann graben wir uns einfach mal in dieser Richtung hier mit einem dicken Zweiergang weg. Und davon abgehend machen wir dann immer lauter eine Gänge. Lässt du bitte die Sachen in Ruhe? Hey, ich rede mit dir. So. Wäre ja schön, wenn wir relativ bald hier auf Diamanten stoßen würden. Oder Kohle ist auch okay. Das ist Kohle, so sieht Kohle aus. Das ist Kohle, die ist hier zu Haus. Kohle wohnt tief in der Erde drin. Ja, da wohnt die Kohle. Das macht Sinn. Das macht nicht Sinn, das ist so dumm. Ja, die da wird. Aha, aha. Hol ein paar Licht. Ja, ich mach gleich Licht. Nein, hier, wenn wir kein Licht machen, dann tauchen hier die Monster auf. Aber du möchtest ja, dass ich Licht mache. Also machen wir hier auch Licht. Das ist, glaube ich, auch wieder Eisen. Ne? Ich habe jetzt eben beinahe gedacht, das wäre schon Gold, was wir hier haben. So, wir machen unseren Zweiergang weiter. Ja, also wir werden diesen Zweiergang graben und davon ab immer links und rechts lauter Einergänge machen. Was denn? Du musst da rausgehen. Ich muss nicht rausgehen. Doch. Nein, wir wurden gefragt, ob wir Diamanten finden können. Und dann machen wir das Eisen. Auch. Eisen. Ja, das Eisen. Das können wir brennen, du hast recht. Wir machen aber erst ein paar Fackeln. Und
Und hier nochmal eine Fackel hin, nur so zur Sicherheit. So. Stimmt, du hast recht. Das Eisen können wir natürlich schon in den Ofen schmeißen. Dann müssen wir mal gucken, wie weit unsere Rüstung ist. Auch unsere Schuhe sind durch. Das heißt, wir hätten theoretisch schon die Eisenstiefel nehmen können, die wir oben gemacht haben. Wenn wir dran gedacht hätten. Hast du dran gedacht? Ich habe nicht dran gedacht. Nein, nicht nein, nein. Was du da machst, ist super böse. Von mir? Ja, von dir. Weil die Leute, die das hören, sind jetzt bestimmt halb taub. Bitte entschuldigt Tinys Übermut. Er meinte, es wäre lustig, ans Mikro zu klopfen. So, das langt erstmal. Wir graben jetzt hier links und rechts ein paar Gänge rein. Wird schon schief gehen. Ja, schmeckt's gut. Dann guten Appetit. Mach mir ja eher noch wohl ein Teller. Oh, guck mal. Lapis Lazuli. Hast du es gesehen? Ja. Wo war's? Da hinten. Kann du da gucken? Kann ich da gucken? Ich kann gucken, ob ich da gucken kann. Ja, da ist das Lapis Lazuli. So. Lapis Lazuli, Lapis Lazuli, Lapis Lazuli, Lapis Lazuli, Lapis Lazuli, Lapis Lazuli, Lapis Lazuli. Na, wenigstens hat es uns ein bisschen Eisen gebracht, dass wir rumlaufen bis jetzt. Willst du jetzt essen gehen? Warte doch, wir machen das noch fertig hier und dann gehen wir schön essen. Ich möchte nicht essen. Dann isst du halt nicht, wenn du nicht essen möchtest. Mach doch keine Panik draus. Au, au. Siehst du das? Siehst du es? Weißt du, was das ist? Ein Silberfischchen. Das war das erste Mal, dass ich in dem Spiel ein Silberfischchen wirklich aktiv in einem ganz normalen Block hatte. Bisher sonst noch nie. Guckst dir an, jetzt ist sogar ein Block nebendran kaputt gegangen. Ich hatte noch nie Silberfischchen in diesem Spiel. Das ist das erste Mal. Und dann direkt bei der Aufnahme, das ist doch schön. Also für alle, die es nicht wissen, das sind Silberfischchen, die sitzen in den Steinen drin. Wenn man die Steine zerhämmert, dann kommen die da raus und attackieren einen. Man hat allerdings keine Möglichkeit, die Steine vorher zu erkennen. Oh ja. So wie es scheint, habe ich hier nach dem kurzen Schnitt vergessen, das Mikrofon wieder anzuschalten. Und ja, passiert eigentlich nichts Spektakuläres. Nur gleich an der einen Stelle, ungefähr jetzt gleich, aufkommt schon, setzt eine Fackel oder sowas. Ja, am besten hier. Guter Platz. Ach ja, wie schön es ist, sich selber beim Spielen zuzusehen. Oh, Kohle, die sollte ich vielleicht mitnehmen. Und scheinbar werde ich gleich ein Level steigen. Wir werden es hören. Ungefähr jetzt. Was sag ich? Gewusst wie. Und was ist das? Dreh dich nochmal um. Ja, ja, ganz genau. Ja, was ist denn das? Ohohoho. In diesem Moment freue ich mich gerade irrsinnig darüber, dass ich das erste Mal in diesem gesamten Minecraft-Spielen überhaupt, was ich mache, ein Smaragd gefunden habe. Also in seiner natürlichen Umgebung. Im Erdinneren. Ja, ansonsten passiert eigentlich nicht ganz so viel, glaube ich, noch.
Ja, da ist ein Smaragd. Jetzt musste ich gerade Tiny erklären, was ein Smaragd ist, weil er so liebevoll gefragt hatte. Hier haben wir noch ein wenig Eisen entdeckt, also scheint zumindest mal rohstoffmäßig eine sehr lohnenswerte Expedition zu sein. Wenn wir da jetzt noch Diamanten finden würden, wäre das natürlich ein Optimum an dem, was wir uns vorgenommen haben. So schnell wieder ordentlich zumachen, damit es keiner gesehen hat. Und nicht vergessen, weitergraben ins Erdinnere hinein. So, noch schnell eine Lampe setzen und dann auch schon entsetzt feststellen, dass ja der Ton gar nicht mitläuft. Gut, das war's auch schon für diese Folge. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, dann wieder kommentiert mit Tiny und hoffentlich mit dem normalen Ton von der Kommentation während des Spiels. Bis dahin, tschüss!